Jugendliche, Auszubildende als auch Studierende wissen nur zu gut, was der prekäre Alltag ist. Schlechte Arbeitsbedingungen bei unserem normalen Job, Ausbildung oder in unserem Nebenjob, Leistungsdruck in der Bildung und auch unbezahlbare Mieten prägen unseren Alltag. Das Gleiche passiert bei den Beschäftigten in Münchner Krankenhäusern als auch im ganzen Land. Die Beschäftigten in München sind heute hier am 28. September bei ihrem Warnstreik. Und die Heldinnen der Pandemie sind heute unter dem Motto, bei Klatschen keine Miete zahlt. Etwas, was wir als Studierende und als Jugendliche, Auszubildende etc. unterstützen müssen. Und wie ich bereits gesagt habe, sind die Kolleginnen heute nicht einfach so im Streik, sondern sie stellen klare Forderungen, nachdem ihnen gar nicht entgegengekommen ist. Jetzt hat Verdi folgende Forderungen aufgestellt. Es sind 4,8%, es ist eine Ausbildung plus 100 Euro pauschal, es ist ein Ost-West-Angleich. Es gibt auch viele Kollegen, denke ich, die irgendwann mal aus den neuen Bundesländern zugezogen sind. Und es kann es nach wie vor nicht sein, dass da ein Unterschied gemacht wird zwischen Ost- und Westdeutschland. Besonders hervorzuheben sind die Forderungen der Auszubildenden, die den prekären Zustand am besten zum Ausdruck bringen. Und zwar sind es die Erhöhung der Auszubildendenvergütung um 100 Euro und die Übernahmegarantie nach der Ausbildung, unter denen heute Dutzende, Hunderte, Tausende von Auszubildenden leiden, weil sie eben nicht von ihrem Arbeitgeber übernommen werden. Wie ein Kollege vorhin in einer Rede gesagt hat, reichen diese Forderungen eigentlich gar nicht aus. Denn der Ursprung dieser prekären Situation liegt am profitorientierten System des Gesundheitssystems, wo der Profit über die Gesundheit steht. Es ist ein Gesundheitssystem, das sich darauf ausruht, dass überwiegend Frauen diese Arbeit tagtäglich machen und beschissen dafür bezahlt werden und behandelt werden. Und es ist ein System, dass viele von unseren migrantischen Kolleginnen in den prekärsten Bereichen zu extrem unsicheren Bedingungen beschäftigt. Ich bin Hebamme am Klinikum Neuperlach. Ich arbeite Vollzeit im Dreischichtsystem angestellt. Genau, im Kreißsaal. Ich streike, weil ich es in der Corona-Zeit extrem gemerkt habe, noch heftiger als sonst schon, dass dieses Gesundheitssystem total am Versagen ist, dass sich total darauf ausgeruht wird, dass wir vor allem als Frauen den Job schon machen, so dass es reicht zu klatschen und genau, Dankbarkeit dafür reichen soll, dass wir eine total harte Arbeit machen, die total lebensnotwendig ist, gerade in der Situation jetzt gerade, dass die Krankenhäuser offen bleiben, dass wir das Risiko von Infektionen selber in Kauf nehmen, dass wir unser Privatleben total hinten anstellen. Ja, man merkt halt, dass die einfach total arbeiterfeindliche sind. So. Sie wollen einfach den Frieden bewahren. So. Das sind Parteien, die zwar behaupten, uns zu unterstützen und unsere Forderungen zu verstehen, aber wenn es darauf ankommt, dann passiert das nicht. Und das sind ja die Leute, die darüber entscheiden, wie das öffentliche Leben aussieht. So. Das sind die Leute, die mit denen an einem Tisch sitzen, die für ein profitorientiertes Gesundheitssystem sind. Ich heiße Sharon Henningham. Ich komme aus Harlachinger Krankenhaus, arbeite zurzeit auf einer onkologischen Station. Ich bin auch onkologischer Fachausgebildete an Innere. Wir sind verteilt. Wir sind halb onkologisch, halb sind Innere. In der Arbeit am Anfang war auch schon schön, weil etwas ruhiger war auf der Station, aber danach mit Zeit hat es so zugenommen. Und jetzt auch wieder weiter zugenommen, dass man wirklich spüre, wie schwer es ist, die Arbeit zu schaffen. In der Zeit, dass wir diese 7,7, das schaffen wir in unserer Arbeit, das fertig zu machen, schon lange nicht mehr. Jeden Tag muss man so eine halbe Stunde bis Stunde oder mehr extra arbeiten. Und für mich, ich weiß nicht, ob ich das sagen, Geld ist schon gut. Aber ich sage, Geld hilft mir nicht, wenn ich den Mitarbeiter nicht habe. Ich bin Helene, ich bin Medizinstudentin aus München und ich bin heute hier, weil mir es ein sehr großes Anliegen ist, mich mit der Pflege zu solidarisieren und mit diesem Streik, weil wir vor allem als Studierende natürlich auch oft mit der Pflege zusammengearbeitet haben. Ich habe während Corona auch sehr viel im Krankenhaus mit den Pflegenden zusammengearbeitet und es sind untragbare Bedingungen und es ist unfassbar, dass sich nichts ändert. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man laut dafür wird.
Also ich finde, dass gerade wir, die den Luxus haben, quasi nur zu studieren und nicht immer um 5 Uhr morgens eben bei Schichtbeginn wo stehen zu müssen, gerade da haben wir, finde ich, die Verantwortung, uns zu äußern und für Verbesserungen auszusprechen und für eine Änderung. Also ich bin Patrick Salm, ich mache hier in der München-Klinik in der Akademie meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Ganz normal die 3 Jahre Ausbildung. Und ich habe angefangen in 2018. Das Problem war einfach, dass unsere Ausbildung quasi pausiert wurde, weil einfach nicht das Personal mehr da war. Auf einmal wurde viel umgemodelt vom Krankenhaus selber, also interne Strukturen, also Stationen wurden aufgelöst, wurden zu Corona-Stationen gemacht. Also es war ein großes Durcheinander und man hat einfach nur gearbeitet in der Pandemie. Und zwar nicht als Auszubildender, wo man eigentlich nur helfen und lernen soll, sondern eher als Hilfskraft oder eventuell schon als Krankenpfleger. Unsere Schule hat beschlossen, am Streiktag, also an dem Hauptstreiktag von Verdi, beschlossen, hey, wir schreiben ganz viele Schulaufgaben. Und es hat Verdi gesagt, hey, nicht mit uns, wir machen einen separaten Schulstreiktag. Und dann hat halt unsere ganze Schule hat dann quasi gestreikt. Sowas ist ganz cool, aber was ich besser finde, wenn nicht die Schulen individuell streiken, sondern wenn einfach alle Auszubildenden von dem, egal ob Krankenpflege oder Altenpflege oder von den ganzen Gesundheitsberufen zusammenkommen, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Also sollten wir alle zusammen gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen und nicht jede Schule individuell. Alle Auszubildende. Es wäre super, wenn ihr euch allgemein mit uns, mit Verdi, organisiert für eine bessere Zukunft der Pflege. Mit einem besteht für eine bessere Bezahlung, steht jetzt halt dieses Jahr. Aber nächstes Jahr geht es ja wieder hoffentlich in neue Tarifverhandlungen, dass wir da einfach mehr rausholen, vor allem für Auszubildende, bessere Arbeitsbedingungen auf Station, bessere Urlaubszeiten, mehr Geld, dass wir unsere Anerkennung einfach auch steigt in dem Beruf, dass man merkt, dass wir auch da sind und nicht nur beiläufig auf Station mithelfen, sondern wirklich einen aktiven Teil daran beitragen, zur Genesung von Patienten. Wir dürfen uns jetzt nicht spalten lassen und wir dürfen uns auch nicht mit allem zufrieden geben. Diese TVÖD-Runde muss eine Warnung sein. Es muss ein Beginn sein, gegen die Krise zu kämpfen, die sonst wir ausbaden müssen.